voll spannend, was die Olivia und Chanel da erlebt haben. Aber ich muss zugestehen, in die Eiszeit, da würde ich nicht so gerne hinreisen. Das ist ein bisschen kalt gewesen. Aber auf der Burg, das war ja richtig abenteuerlich. Wie schade, dass Sie da gleich wieder weggegangen sind. Was wäre denn gewesen, wenn Sie den Mut gehabt hätten, dort zu bleiben und vielleicht sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, ja, vielleicht einen besseren Witz zu erzählen? Ich glaube, das Publikum hätte sich echt gefreut, oder? Was meinst du? Ja, also die hätten sich, glaube ich, auch selber gefreut, dass sie was richtig Tolles vor großem Publikum machen konnten. Ja, weil das Also Publikum freut sich dann ja auch und gibt dann auch ja, Applaus zurück. genau. Ja, aber ich verstehe es trotzdem. Manchmal hat man einfach auch keine Lust, was zu machen, gell? Geht es ja auch manchmal so, wenn du vielleicht eine Aufgabe von mir kriegst? Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich soll den Müll leeren, also von dir und von mir den Müll leeren, dann habe ich manchmal überhaupt keine Lust drauf. Oder wenn ich zum Beispiel meine Geckos versorgen soll, dann habe ich auch manchmal keine Lust. Und dann mache ich es einfach und dann, wenn ich es ordentlich gemacht habe, dann kriege ich ein Dankeschön von Mama oder meine Geckos schauen mich lieb an, als Dankeschön, dass ich ihnen zu fressen gegeben habe. Und ja, danach habe ich auch meistens ein gutes Gefühl. Natürlich mache ich es auch manchmal nicht so ordentlich. Und was hast du dann für ein Gefühl? Dann habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Also dann denke ich immer so, ich habe es jetzt nicht richtig gemacht und dann will ich es irgendwie ständig doch noch richtig machen, aber habe ich wieder keinen Bock dazu. Ja. Ja, weil es ist nämlich echt so, wenn man sich Mühe gibt, wenn man eine Aufgabe bekommt und die echt so mit ganzem Herzen macht, dann kriegt man immer was auch zurück, was Positives zurück, weil der andere sich freut. Oder weil man einfach ein schönes Ergebnis hat. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, die Hanna hat euch letzte Woche von dem Josef erzählt. Und der Josef, der ist ja von seinen Brüdern, das war ja echt furchtbar, verkauft worden in die Sklaverei. Und er ist dann mit diesen Sklavenhändlern nach Ägypten gekommen und ist dort verkauft worden an einen Mann, der hieß Potiphar, war ein hoch angesehener Mann in Ägypten, der hat für den Pharao gearbeitet, das ist der König von Ägypten. Und der durfte in seinem Haus dann dort arbeiten, beziehungsweise er musste in seinem Haus arbeiten. Und die Aufgaben, die der Josef als Sklave bekommen hat, waren nicht so angenehme Aufgaben, wie ihr vielleicht als mal bekommt von euren Eltern oder die ich bekomme, wenn ich irgendwo hier bei mir arbeiten gehe, sondern die waren echt hart. Es waren echt harte Arbeitsaufträge, die die da hatten. Und wenn der Josef das nicht ordentlich gemacht hat, dann wurde er ausgepeitscht und es war echt kein schönes Arbeiten. Aber der Josef hat sich gedacht, hey, Gott hat ihn dahingesetzt, er hat es zugelassen, dass er da jetzt arbeitet. Also macht er das jetzt mit ganzem Herzen. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben und er wollte das gut machen. Auch obwohl er gezwungen wurde, hat er gesagt, er möchte es gut machen und er möchte ein Segen sein für sein Umfeld, für den Potiphar. Und Gott hat es wirklich belohnt. Und alles, was der Josef angefangen hat zu arbeiten, ist einfach richtig gut geworden. Und der Potiphar, der hat so viel Glück gehabt mit dem Josef. Alles, was der Josef gemacht hat, ist so gut geworden, dass der Potiphar gesagt hat, boah, das will er jetzt auch echt belohnen. Er hat sich so gefreut und hat den Josef dann zum Obersten aller Sklaven gemacht. Das heißt, der Josef konnte dann normales Essen essen und in guten Betten schlafen und gute Kleider anziehen. Und er durfte sich um die ganzen Sklaven kümmern. Und das wurde ihm wirklich belohnt, weil er mit so viel Mühe und Ausdauer und mit ganzem Herzen da seine Aufgaben erledigt hat. Und ja. Ich denke, Gott belohnt es, wenn wir uns einfach so Mühe geben für das, was wir tun. Ja, ich bin voll deiner Meinung auf jeden Fall. Und lass uns einfach als Action Step für nächste Woche machen, dass ihr, wenn ihr Aufgaben bekommt, dass ihr sie dann richtig gut macht und mit Herz auch. Mal sehen, vielleicht bekommt ihr dafür sogar eine Belohnung oder auch ein fettes Dankeschön. Und ja, denn wenn wir anderen dienen, dann werden wir und sie beschenkt.
Ganz genau. Also, viel Spaß euch die Woche. Ciao, ciao.